Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Changes von Justin Bieber in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Changes von Justin Bieber, das Ganze am 14. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Pop. Jawohl. Das Album in der Box-Variante habe ich euch ja bereits vorgestellt. Das Album, wie gesagt, am 14. Februar erschienen. Und spannenderweise ein paar Wochen später, nämlich am 20. März, erschien dann auch noch hier diese Vinyl, diese Doppelvinyl. Ja, hat ein paar Wochen länger gedauert als das Album bzw. die Box-Variante. Aber naja, besser spät als nie. Gut, wir haben hier eine rote Vinyl. Wir lesen hier Changes. Oben rechts haben wir 1, 2, 3, 4, 5 durchnummeriert. Das passt, denn es ist das fünfte Album von Justin Bieber. Die 5 hier auch entsprechend eingekreist. Dann haben wir hier den Interpreten abgebildet. Oben ohne komplett zutätowiert. Auf der Seite haben wir einmal die Katalognummer und den Albumtitel sowie den Interpreten. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist A, B, C und D-Seite, insgesamt 16 Tracks. Und wir haben Features von Quavo, Post Malone, Clever, Lil Dicky, Travis Scott und Kelani. Dann hier noch die Beteiligten und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, hier innen haben wir auf der linken Seite einmal die Tracks nochmal. Das ist in einer schwarzen Sprüh oder in einer schwarzen Tag-Optik. Dann Justin Bieber hier auch nochmal abgebildet. In diesem Fall hat er sogar was an. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Credits zu den einzelnen Tracks. Also wer hier überall beteiligt war, das kann man hier nachlesen. Und hier unten haben wir noch dieses Smiley-Gesicht und die Album-Credits. Gut, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal in der linken Stecktasche eine Vinyl. Und in der zweiten Stecktasche natürlich ebenso. Schauen wir mal rein, aber ich glaube, nein, mehr ist hier nicht drin. Die Innentaschen sind auch rot eingefärbt, wenn man das hier sehen kann. Ja, also das hier so eine kleine Detailarbeit. Und wir haben beide Vinyls hier in einer weißen Papphülle. So, wir kommen zu Vinyl Nummer 1. Es sind eingefärbte Vinyls, also nicht klassisch in schwarz, sondern die ist in rot, passend zum Album Artwork. Was lesen wir hier? Disc 1, Side B. Okay, ansonsten hier Changes und wieder 1, 2, 3, 4, 5 zu sehen. Auf der Rückseite lesen wir dann wieder Disc 1, in diesem Fall Side A. Also einmal die A-Seite, einmal die B-Seite. Das finde ich jetzt doch etwas verwunderlich, dass diese beiden Vinyls durchnummeriert wurden. Denn wir haben ja, wenn wir uns erinnern, Moment, hier auf der Rückseite haben wir gelesen, A, B, C und D-Seite. Und obwohl man das in der Tracklist erwähnt hat, hat man sich jetzt hier bei der Vinylansicht dann doch dafür entschieden, das hier durchzunummerieren. Denn hier lesen wir tatsächlich dann Disc 2 Side B und Disc 2 Side A. Bedeutet, C und D-Seite fallen in diesem Fall weg und man hat das einfach mit 1 und 2 gelöst. Also Vinyl 1 hat eine A- und B-Seite und Vinyl 2 hat auch eine A- und B-Seite. Okay, kleine Verwirrung, aber ja, auch eine Art, das zu lösen. Wie gesagt, beide Vinyls hier in Rot eingefärbt in diesen weißen Papierhüllen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die beiden gezeigten Vinyls, rot eingefärbt mit insgesamt 16 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Changes von Justin Bieber. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Justin Bieber unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.